Hallöchen und willkommen zurück bei Bulli die Ehrenrunde. Meine Freunde, wir sind letztes Mal in der Stadt gewesen, haben uns komplett neu ausgestattet und sehen jetzt gar nicht mal so schlecht aus. Mann, Mann, Jimmy, du hast dich gemacht. Also jetzt siehst du schon mal besser aus als Gary. Gott, da ist noch unser Fahrrad aus der letzten Folge. Ja, wie gesagt, wir sind zur Stadt gefahren und haben uns da ein paar neue Sachen gekauft, einen neuen Haircut gegeben, haben geschwänzt, haben aber auch lauter andere Leute gesehen, die geschwänzt haben. Also so heilig, wie die alle hier tun, sind die nicht, denn die sind auch teilweise in der Stadt. Und einer von denen hat sogar geraucht. Könnte sogar sein, dass es der gewesen ist. So, hallo. Hey, everyone will know about this. Dass ich dir Hallo gesagt habe? Komischer Typ. Oh, wir haben Arbeitslehre. Sehr gut. Auf das habe ich schon lange, lange gewartet, meine Freunde. Denn in Arbeitslehre haben wir ein ganz bestimmtes Fach. Und da müssen wir hier hin. Oder warte mal. U-Turn. Oh, sorry. Entschuldigt mich, dass ich übrigens die ganze Zeit immer so mitsumme und mitsinge und so halb stark Beatboxen tue, ne? So wie so ein kleiner Spacko. Aber die Musik ist so geil. Könnt ihr nicht bestreiten, oder? Jim, go stand over by the bike workstation. Wait, I don't get to work on cars? Cars are for seniors. You gotta walk before you can run, boyo. Tja, meine lieben Freunde. An Autos dürfen wir uns noch nicht ranmachen, aber wir können uns unser eigenes kleines Fahrrad. Gott, Alter, da muss man ja übelst schnell sein. Sein eigenes kleines Fahrrad zusammenschrauben? Ja, komm mal. Good work, Hopkins. Gott. Falsche Scheißtaste. Ich will nicht durchfliegen. Komm, bitte. Not too shabby, Hopkins. Oh Gott, ich sehe es jetzt schon kommen. Ich sitze in einem dunklen Raum, meine Tastatur leuchtet nicht. Was? Ey. Shut up and work, didn't you understand? Oh mein Gott, laber nicht. Ich habe genau so gedreht. Oh Gott, ja, okay. Sorry, Leute, aber heute Abend wird es, glaube ich, nichts mehr mit der Arbeitslehre. Es ist schon so dunkel, dass ich nicht mal meine fucking Tastatur sehen kann. Und ja, Schande über mich, ich kenne nicht alle fucking Tasten auswendig, beziehungsweise sehe ja nichts. Ja, okay. Naja, machen wir es halt ein andermal. Auf jeden Fall kann man da seine eigenen... Ganz bestimmt nicht du, Alter, mit deiner lustigen Stimme. Da kann man sich sein eigenes Fahrrad craften, ne? Und halt immer besser machen, so ein BMX-Teil halt, ne? Mit dem man dann übelst hoch springen kann und Sachen und Zeug und überhaupt. Aber okay, wir haben es verkackt. Oder ich hab's verkackt. Tja, müssen wir es beim nächsten Mal machen. Hey, warum lässt du einfach eine Banane hier liegen, hä? Sucks to be you. Everyone says you're a peace-loving person. I was just kidding, baby. I was just kidding, baby. Fancy a kiss? Can you give me something that Was echt? Remind me of you? Hope you appreciate them. Aber klar. So sweet. Que pasa? I like being alone with you. Nice lip gloss. Que pasa? Wow. Da hat Jimmy doch wirklich mal mit einer gut aussehenden Schülerin rumgemacht. Tja, nur das Traurige ist, mein lieber Jimmy Boy, du bist kleiner als das Mädchen und das ist richtig traurig, Alter. Du bist ein richtig kleiner Stumpen. Okay, was machen wir denn? Wir machen eine Quest, oder? Oder warte mal, der Unterricht geht doch gleich los. Boah, Alter, der Typ da hinten kotzt in einem Riesenstrahl. Gut, ich gucke mal, was für ein Unterricht es ist. Wenn es ein cooler Unterricht ist, dann besuchen wir den. Wenn nicht, dann nicht. Aber was ist es denn jetzt? Hä?
Oder warte mal, geht der Unterricht erst ab 2 weiter? Ich weiß es gar nicht. Mann, ich bin so ein schlechter Schüler. Ja, siehste, da bekommen wir schon die ersten Komplimente, Freunde. Wir sehen schon richtig nice aus. What's cooking, man? Alright, I'm a star, baby. Oh, mein Gott. You're in luck, baby. I really like your present. It's just you and me, baby. What should we do? Alter! Spinnst du? Gib mir meine Rosen zurück! Verpiss dich! Du kleiner, ekliger Drecksack, Alter! Oh Gott! Also, sorry, Leute. So gut aussehen wollte ich mit Jimmy jetzt auch wieder nicht, dass wir, schon das falsche Ufer anziehen, Alter. No hate. Ich mag schwule Menschen sehr. Aber ich selbst bin nicht schwul. Und ich möchte keine Männer küssen. So. Dr. Krabbelsnitch was right about you. Yes, may I help you? Alter, hast du gerade Eunice mit Eunice so geredet, hä? Warst du das? Tja, dann verliere ich jetzt hier meine... Oh Gott. Ich habe nichts gesagt. Ich wollte cool sein und Eunice helfen. Und so zufällig meine Banane droppen. Was Kleidervorschrift, halt's Maul, Alter. Sei ruhig, Mann. Ja, und jetzt, was willst du machen? Und jetzt? Was willst du machen? Willst du mich jetzt, was willst du jetzt? Mir eine Strafe geben, wegen der Kleider oder was? Alter, behindert. Hä, haben wir keine Schule? Was ist denn los? Haben wir heute zufällig Samstag oder so und nur eine? Hä, einfach offen? Naja, okay, dann gehen wir halt die Quest machen, ne? Sorry. Hä? Warum klingelt's denn jetzt wieder? Ich check gar nichts mehr. Naja, okay. Wo ist denn diese Quest? Ich weiß, welche Quest es ist, meine Freunde. Kleine Gemeinheiten nennt sich die und diese Quest bleibt ihrem Namen treu. Und da jetzt schon so schöner Sonnenuntergang ist, Freunde, würde ich einfach mal vorschlagen... I'm on fire! Wir machen einen kleinen Trip. Einen kleinen Ausflug in die Stadt. Hui! Geil. Huia! Ja, das war ja mal mega dope. Dope and fresh. Bam, 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 bam. So! Wir gehen in den Tunnel rein, meine Freunde. Und was wir da erleben, das ist der Karneval. Yeah! Oh Gott. Bisschen schnell war ich gerade. So. Alter. Lachst du über meine Schuhe? Hä? Oh, Alter. Fuck. Die Preps können boxen, habe ich ganz vergessen. Na, warte. Ich kann aber auch boxen, denn ich habe mehrere Tricks mittlerweile gelernt. Nämlich den Beinfeger. Bams. Ja, genau so, hä? Das hast du gerne. Uppercut. Bam. Bams. Oh, Alter. Das war ein Leberpunch. Den konnte er unmöglich überlebt haben. Okay, Freunde, wir kaufen uns jetzt ein Ticket. Eine Eintrittskarte. Ja, genau, und steigen aufs Fahrrad und fahren nach Hause, richtig. Nee, aber eigentlich könnten wir diese Gremlins-Karte einsammeln. Oder wie auch immer die genannt wird. So, das Fahrrad ist schon mal um einiges besser als das, was wir von Edna bekommen haben, ne? So, jetzt können wir aber rein, denn wir haben eine Eintrittskarte gekauft. Willkommen auf dem Rummelplatz, meine Freunde. Schaut euch mal die anderen an. Hier sind auch andere Schüler, nicht nur wir. Und natürlich haben die auch hier Stress. Oh Gott. Nerd hat einen Prep angemacht.
Oh, der Typ wird tot sein. Ich sehe das jetzt schon. Gott, Alter. Okay, was ist das denn? The Magic Mustapholis. Wenn du dich ständig zum Idioten machst, merken die Leute vielleicht nicht, dass du nutzlos bist. Hä? Okay. Muss ich das verstehen? Natürlich. Mittlerweile hat er Stress, der Typ. Okay, hier können wir also überall Sachen spielen und mitfahren und Sachen tun und lassen und was auch immer. Aber wir sind aus einem ganz besonderen Grund hier. Nämlich wegen kleinen Gemeinheiten und diese Quest finden wir hier. Offensive, degrading, patronizing, stereotyping crap. Die! Hey, lady, you okay? No, I'm not okay! Look at this! It's just a garden gnome. No, it's not! It's an insult! It's a joke! It's demeaning! I mean, I'll happily have kids laugh at me or have grown men ask me to do bizarre things to them, but I will not have this! This is so degrading! Is there something I can do to help? Smash them! Smash them all! Old Bullwoodville's full of them! Please, I'll even pay you! Just make it stop hurting! Tja, Freunde, und da haben wir Brandy kennengelernt, die Kleinwüchsige, die etwas gegen Gartenzwerge hat. Kann ich irgendwie verstehen? Wir wissen ja nicht, wie es ist, oder ich weiß nicht, haben wir einen kleinwüchsigen Zuschauer hier? Würde mich mal mega interessieren. Wie findet ihr Gartenzwerge? Sind die beleidigend für euch, oder? Ich meine, naja. Sind kleine Menschen technisch gesehen, ja, aber... Es sind Fabelwesen und ich meine, Feen sind zum Beispiel auch klein. Und wegen Feen beleidigt zu sein, macht ja auch keinen Sinn, oder? Oh Gott, ist diese Zunge echt nass? Oh Gott, ekelhaft. Naja, wer weiß, vielleicht haben wir tatsächlich einen Kleinwüchsigen hier, der zuguckt. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Was wollte ich denn jetzt eigentlich noch? Oh Scheiße, schon Schlafenszeit. Hä? Wo war denn das noch gleich? Ach so, ah. Natürlich, hier hinten, oder? Ja. Genau, hier war's doch. Die Freakshow. Das ziehen wir uns jetzt noch rein, bevor wir zurückgehen. Nach Bullworth. Denn wir haben eh nichts mehr zu tun. Wir müssten eh bald mal pennen gehen. Freakshow. Welcome to the Freak Show. Alter, ich habe heute wieder böse Legs, ne, am Start hier. Was ist denn los? Oh Gott. Was bist du denn für einer? The Skeleton Man. Oh Gott, Alter. Der hat einen Körperfettprozent von minus 5%, Alter. The fat, ugly, bearded woman. Okay, so ziemlich das Gegenteil von dem Typen. Behaart, dick und weiblich. Oh mein Gott. Ihh, das ist eine Frau? Die sieht echt aus wie ein Mann, nur wegen dem Bart. Alter, aber die hat schon was an, ne? Oh, ich dachte gerade, also von hier hat es nämlich gerade ausgesehen, als ob die nichts anhat unten. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Siamese Sisters. Ach was. Siamesische Zwillinge haben wir auch noch, oder was? Oh Gott. Wie sieht die denn aus? Komplett zerrissene Kleidung, wie sie sich gerade geprügelt hätten hier. Oh Gott. Sometimes I wish I had a boyfriend, but it's very difficult maintaining a serious relationship when you can never be alone. Das kann ich mir vorstellen. Das muss ziemlich schwierig sein. Ich meine, wie machen die es beim Sex? Sometimes I like to sedate Delilah and sneak around. Oh, she wouldn't believe the things we've done while she's passed out.
Kann die überhaupt Sex haben? Ich weiß nicht. Ich meine, wenn die mit einem Typen vögeln. Wenn die mit einem Typen vögeln, ich meine, wer von den beiden spürt es dann? Spüren das beide? Ich weiß ja nicht. Ist auch irgendwie komisch, ne? Wenn du einen Freund hast, mit dem popst und deine Schwester guckt zu. Oh Gott, was ist das denn? Ein Zwergenkampf! Kleinwüchsige, die kämpfen! Ey, ganz ehrlich, Kleinwüchsige, das sind die lustigsten Menschen auf Erden. Ich mag Kleinwüchsige, echt ohne Witz. Also, es gibt ja viele Kleinwüchsige, zum Beispiel beim Zirkus. Oder kann man sogar wetten? Ja, natürlich machen wir das. Okay, wir setzen auf den Typen. Man hat ja viele Kleinwüchsige beim Zirkus, ne? Und ich mag die immer so. Ich weiß nicht, die machen einen super Job und die sind, ich weiß nicht, die sind klein, aber die können total die lustigen Sachen machen. Also ich weiß nicht, man, mit diesen Ponys, das sieht so lustig aus, wenn die immer rumrennen. Ich weiß nicht, ich mag die einfach. Ich finde, die Welt wäre ein super, super langweiliger Ort, wenn es keine Kleinwüchsigen geben würde. Weil dann würden irgendwie alle gleich aussehen, oder? Ich weiß nicht, ich mag Kleinwüchsige. So. Komm schon, ich habe 10 Euro auf dich gesetzt. Das musst du auch gewinnen. Ja, was machst du? Würdest du mal zuschlagen? Ah, Alter. Aber nicht in den Block reinhauen. Hohoho, Knockdown. Komm, weiter, weiter, weiter. Hau ihn um. Nein, 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 nein. Hau zurück, schlag zurück, schlag zurück. Los, nicht in den Block rein. Verdammt. Alter. Los, los. Mach ihn kaputt. Hau ihn. Schlag ihn. Wir haben 10 fucking Dollar auf dich gewettet. Oh, heftig. Der Schlag war böse. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, nein, nein. Wir haben 10 Dollar verloren. Oh Gott. Oh. Naja, okay, dann wette ich halt eben nochmal auf dich. Enttäusch mich nicht, ich schwöre dir. Ich fress dich auf. Wir müssen das wieder gut machen. Wir müssen das wieder zurückbekommen. Okay, komm. Fight. Ja, kämpf mal. Was macht ihr denn? Alter. Komm schon, steh auf. Rocky, halt durch. Alter. Lass dich nicht so zusammendreschen, Mann. Alter, was ist mit dir los, Mann? Ey, verarsch mich nicht. Ich habe gerade meine komplette Kohle verloren. Und da drin ist eine Beam-Cola gespawnt. Oh Gott, ich habe keine Kohle mehr. Ich habe alles ausgegeben für diesen... Ich habe meine Meinung geändert. Ich hasse kleine Wüchsige. Nee, natürlich nicht. Hallo, Sir. Oh Gott. The Crazy Painted Man. Oh Gott. I think I'll keep this. Oh yeah, let it go, they said. Let it go. How are these people going to develop any self-esteem? Cornish pasties and nasty tin bees. It's always the same. Oh Gott. Okay, Freunde, ich glaube, das war genug. From the depth of the sea, the last Mermaid. Was? Die haben eine fucking Meerjungfrau hier? Willst du mich verarschen? Ist doch bestimmt fake, oder? Die hat bestimmt so eine Buddle irgendwo hier versteckt. Hä? Ernsthaft? Also eine hübsche ist sie ja, ne? Kann man ja nicht sagen. Aber ganz ehrlich, ich meine, habt ihr euch schon mal gefragt, wie so eine Meerjungfrau sich weiter fortpflanzt? Hab mich immer bei Ariel wundergenommen, wie die das machen. Oh Scheiße, es ist ja schon tief nachts. Schon 1 Uhr. Oh Gott. Oh Gott, ich muss zurück. 1 Uhr schon. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mann, wir waren zu lange bei den Freaks. Eieieiei. Nein, 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 nein. Ich muss zurück. Ich muss zurück zur Schule. Ich darf nicht einschlafen. Ich muss zurück. Schnell.
fuck. Ich glaube, wir werden's... Oh, jetzt wurde ich auch noch angefahren. Nicht mehr schaffen. Komm schon, Bus. Wir nehmen den Bus. Natürlich ist der Instant da. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, Jimmy. Du schaffst es. Fuck. Noch 5 Sekunden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Nein. Nein, vor unserem Zimmer sind wir eingeschlafen. Okay, aber es hat noch gereicht. Immerhin sind wir im Boys' Dorm eingeschlafen. Ja, Freunde, zur Erklärung, wenn man irgendwo auf der Straße einschläft und aufwacht, tja, dann kann es sein, dass man ohne Schuhe zum Beispiel aufwacht, ne? Denn es gibt den ein oder anderen Penner, die schlafen halt nicht, so wie wir, und die haben keine Schuhe und die hätten aber gerne Schuhe und wir haben Schuhe und, tja, den Rest könnt ihr euch selbst zusammenreimen. Aber Freunde, für heute war es das auch. Wir haben einen spannenden Tag hinter uns. Wir waren beim Jahrmarkt, haben ein bisschen, ne, wisst ihr Bescheid, die Freaks uns angeguckt. Mal sehen, was wir beim nächsten Mal wieder treiben. Hier in der Bullworth Academy. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.